Geehrtes Präsidium, liebe Frau Ministerin, in der Ostsee-Zeitung war vor kurzem zu lesen, dass aufgrund der Verschiebung der Alterskohorte von 10 auf 27 auf 6 bis 21 bei der Verschiebung es nun weniger Mittel zur Verfügung in den Kreisen und kreisfreien Städten gibt. Ist das so richtig? Aus fachlichen Gründen ist es angezeigt, die Alterskohorte zugrunde zu legen, die tatsächlich diejenigen sind, die Adressat und Leistungsbezieher der Kinder- und Jugendarbeit sind. Und das sind die 6- bis 21-Jährigen. Nicht richtig ist, dass dadurch weniger Geld bei den Kreisen ankommt, sondern genau das Gegenteil ist der Fall im Haushaltsplan, den Sie hoffentlich auch positiv hier im Parlament so beraten und beschließen, ist eine Erhöhung dieses Haushaltsplans angezeigt. Nichtsdestotrotz wird also bei den Landkreisen in diesem Bereich mehr Geld ankommen. Vielen Dank. Ich bitte jetzt die Abgeordnete Jacqueline Bernhardt, Fraktion Die Linke, die Frage zu Nummer 15 zu stellen. Guten Morgen, Frau Ministerin. Sie haben, wie schon angekündigt, in der OZ angekündigt, die Kinder- und Jugendförderung zu novellieren. Aus diesem Grund ist die Frage, hält die Ministerin die vorgesehene Erhöhung um 1,33 Euro für ausreichend, um die Kinder- und Jugendarbeit bedarfsgerecht auszustatten? Sehr geehrte Frau Abgeordnete, selbstverständlich ist auch die Kinder- und Jugendarbeit ein Bereich, in dem immer mehr geht. Nachdem wir 20 Jahre keine Erhöhung in diesem Bereich mehr hatten, ist eine Erhöhung um 25% ein guter Einstieg aus meiner Sicht und eben auch etwas, bei dem eine gewisse Hebelwirkung dadurch erzielt wird, dass auch die Landkreise dann um ihren Prozentsatz diesen Ansatz erhöhen müssen, sodass wir also bei einer 50-prozentigen Erhöhung sind. Selbstverständlich, mehr geht immer. Ich bin aber froh, dass es mir in den Chefgesprächen gelungen ist, diesen Einstieg zu haben, zumal wir dann auch zu einer Dynamisierung kommen, es also nicht mehr den Fall geben wird, dass 20 Jahre hier eine Summe stagniert. Und auch zwei Sozialministerinnen der Linken, denen das nicht gelungen ist. Von daher glaube ich, dass es eine gute Basis und eine gute Grundlage ist. Haben Sie eine Nachfrage? Ja, habe ich. Bitte. Das mit den Sozialministerinnen der Linken, ich glaube, das ist lang genug her, als dass man darauf Bezug nehmen müsste. 40, Entschuldigung, ja. Wie kommt das Ministerium auf die Erhöhung um 25%, also 1,32 Euro konkret, wie berechnet sich das? Das ist etwas, was wir in den Chefgesprächen besprochen haben, inwieweit der Haushaltsansatz von Landesseite erhöht werden kann. Das ist das Ergebnis der Chefgespräche. Es ist eine freiwillige Leistung des Landes für die Pflichtaufgabe auf kommunaler Ebene. Wobei ich ausdrücklich noch mal sagen möchte, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn die Landkreise und kreisfreien Städte beispielsweise dem positiven Beispiel von Rostock folgen, weil sie mir ja eben gesagt haben, ich soll nicht die Linken Sozialministerin nennen, dann möchte ich den linken Senator in Rostock als positiv hervorheben. Dort haben wir die 5,11 Euro gegeben und Rostock gibt seit langem 50 Euro. Also das heißt nicht, dass die Landkreise an diese 1,32 Euro, die wir erhöhen, gebunden sind. Vielen Dank, Frau Ministerin. Weitere Fragen liegen mir nicht vor.